begrüße euch ganz herzlich zu unserem NS City Fan Dialog. Heute mit von der Partie von den Gästen aus Wetzlar Philipp Weber. Hallo. 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 Und unser Bronzejunge, kann ich ja immer noch sagen, Erik Schmidt. Hallo. Schönen guten Abend. Ja, schön, dass ihr noch so zahlreich da seid. Wie immer gehen die ersten Fragen an unsere Gäste, an Philipp. Philipp, es war ein hart umkämpftes Spiel, immer auf Messerschneide. Irgendwann dachte ich, ja, geht der Ball mal an euch. Dann dachte ich, okay, wir kommen wieder zurück. Es war eine durchdrungene und sehr hart umkämpfte Partie. Wie hast du dich heute gefühlt? Ja, erstmal, okay. Erstmal natürlich Glückwunsch an Hannover, die das auch am Ende, denke ich, mit den letzten oder mit den überragenden 5 Minuten am Ende auch verdient gewonnen haben. Ich glaube, wir haben über 55 Minuten, sind wir ehrlich, kein schönes Spiel gesehen. Ich glaube, von beiden Seiten das einzig Geile war, glaube ich, die Torhüterparaden, die wir gesehen haben. Ansonsten hat das Spiel echt gehakt. Bei beiden Mannschaften war nicht immer der richtige Fluss drin. Hannover hat es dann in den letzten Minuten einfach überragend gemacht. Haben weniger Fehler gemacht, als wir es dann gemacht haben. Wir wurden dann halt ein bisschen nervös, als wir die 2-Tore-Führung abgegeben haben. Und haben dann einfach, blöde 5 Minuten gespielt am Ende und quasi Hannover den Sieg dann schon ein bisschen mit dem Servierteller hingereicht. Also, wenn es so einfach wäre, also nehmen wir natürlich dankend an, das Fazit. Philipp, natürlich gab es einen Umbruch in Wetzlar, der war gravierend. Du bist auch neu. Wie kommt es, dass ihr so stark auftretet, vor allem in der Defensive? Ich glaube erstmal, der wichtigste Punkt war, dass wir von Anfang an alle zusammen da waren. Wir hatten keinen Nationalspieler abgeben müssen zu Olympia. Natürlich schade für Janik Kohlbacher, dass er nicht dabei war, aber natürlich gut für uns, dass er die komplette Vorbereitung mit uns mitmachen konnte. Und wir konnten halt relativ früh in den taktischen Bereich gehen. Ne? Wenn ich sehe, beim THW, glaube ich, haben 15 Mann gefehlt. Die konnten halt 5 Wochen weniger Taktik machen, als wir das machen konnten. Darum sind wir eigentlich Stand jetzt und auch sehr, sehr frühen Stand, glaube ich, echt gefestigt, was das Konzept angeht, was auch die Abwehrleistung angeht. Wir haben zwei sehr, sehr gute Tore da hinten stehen. Das macht uns natürlich alles ein bisschen einfacher. Philipp, vielen Dank. Bleib gesund und bleib noch ein bisschen kurz stehen. Ich habe noch ein paar Fragen an Erik. Vielen Dank an dieser Stelle erstmal. Erik, die Medaille ist zu Hause. Ja. Ist gut verpackt und gut sicher, auf jeden Fall im Tresor wahrscheinlich. Ja. Ja, gut, alles klar. Ich habe es immer noch nicht gesehen, deswegen muss ich immer wieder fragen, wenn ich dich sehe. Ist ein bisschen her, ja, stimmt. Erik, Gratulation. Hinten wie vorne hat es ja heute richtig funktioniert. Man hat aber auch gesehen, diese Flensburg Niederlage, die 15 Tore, die war irgendwie weggewischt und ihr wolltet von Anfang an körpersprachlich etwas ganz anderes auf die Platte bringen. Ihr habt euch ein bisschen schwer getan. Woran lag's? Gute Frage. Also danke. Gefühlt haben wir über sehr weite Teile, vielleicht über 50 Minuten, nicht unsere Top-Leistungen abrufen können heute. Wir haben in der Abwehr, denke ich, ganz gut gestanden, hatten trotzdem Probleme mit Janik Kohlbacher als Kreisläufer im Zusammenspiel mit Philipp. Das haben die wirklich sehr gut gemacht und ja, muss man halt anerkennen, dass sie da eine sehr gute Achse haben. Ich denke, wir haben im Angriff noch einige Möglichkeiten liegen lassen, die dann besonders wehtun, wenn der Angriff von Wetzlar ein bisschen länger als unserer dauert. Und ja, dann tut jeder Fehlwurf weh. Das hatten wir auch schon gegen Leipzig und ich glaube, da ist im Moment ein Punkt, an dem wir auf jeden Fall arbeiten müssen. Aber im Endeffekt haben wir hinten raus, hat Philipp auch gut zusammengefasst, 5 gute Minuten gehabt. Und ich bin einfach nur zufrieden, dass wir jetzt mit 6-2 Punkten gestartet sind. Ja, es ist super. Also aller Applaus wert auf jeden Fall. Und vor allem, wir freuen uns natürlich, dass wir auch einen Heimsieg haben. Das sind die ersten 2 Punkte in der Reckenfestung. Also wir können wieder das Fallgitter hochziehen und wir lassen keinen mehr rein. Es geht ja gleich weiter nach Stuttgart, ne? Nehmt ihr den Schwung mit und einen Auswärtssieg? Es geht ja anscheinend. Ja, also bis jetzt haben wir 2 von 2 gewonnen, auswärts in der Saison. Gegen Stuttgart muss auch ganz klar das Ziel sein, den 3. Auswärtssieg einzufahren. Und da gibt es kein Wenn und Aber, das ist für uns ein absoluter Pflichtsieg. Und wenn wir den holen, dann haben wir 8-2 Punkte und dann können wir, glaube ich, von einem gelungenen Start reden. Wunderbar, das hören wir hier sehr gerne. Und wir sehen uns am 3. Oktober. Am Feiertag sehen wir uns in unserem 2. Wohnsitz in der TUI Arena zur Aufholjagd. Wir haben einen
Berliner Verein, Füchse, glaube ich, nicht? Ja, also wir haben Gäste und wir wollen auf jeden Fall ein gutes Spiel lassen. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank an eure Zeit. Die Jungs müssen unter die Dusche und müssen sich abkühlen. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Und wir sehen uns also am 3.10. in der TUI Arena. Vielen Dank, kommt gut nach Hause. Schöne Woche.